Es ärgert mich, aber ich glaube, im Nachhinein können wir darüber lachen. Auch da fehlen mir ehrlicherweise die Worte. Ist für mich eine Riesenehre, eine Aufgabe, auf die ich mich unfassbar freue. Ich darf das erste Mal richtig mal erzählen. Die Mannschaft weiß es natürlich schon. Am 16. April um exakt 16.45 Uhr war es soweit. Die Fußballerinnen von Borussia Dortmund sind vorzeitig Meister der Bezirksliga Staffel 4. Und das ausgerechnet bei der lang ersehnten Rückkehr ins Stadion Rote Erde. Verständlicherweise wurde das ausgiebig gefeiert. Und damit herzlich willkommen zu unserer April-Ausgabe von Im Rabenloh. Und ich freue mich sehr, gleich zwei Meisterinnen bei mir zu haben, Luisa Bergmann und Annika Billig. Ihr zwei, ihr habt als Mannschaft die Liga dominiert. Aktuell steht ihr bei 20 Siegen aus 20 Spielen, auch gegen Wambel. War schon recht früh klar, dass bei Abpfiff der Sekt spritzen wird. Trotzdem, wie habt ihr beide diesen Meistermoment erlebt? Ich glaube, es war trotzdem einfach ein unfassbares Gefühl für uns. Auch wenn wir noch so hoch gewonnen haben, wir haben in der Roten Erde gespielt. Es war ein wunderschönes Erlebnis, wieder zurückzukehren. Wir haben, glaube ich, schönen Fußball gezeigt. Und es waren einfach super viele Fans da. Das hat mich total gefreut. Freunde, Familie, Fans waren da. Wir wollten natürlich auch ihnen allen was bieten. Und ja, am Ende mit ihnen dann zusammen zu feiern auf dem so schönen Rasen dann, der neu verlegt wurde. Es war unfassbar schön. Also ein super Ereignis. Werde ich nie wieder vergessen. Also es ist jedes Mal einfach so ein Gänsehautmoment wirklich. Das war schon, als wir das allererste Mal da spielen durften und das hat sich einfach so durchweg gezogen. Es ist einfach ein überragendes Gefühl, auf der Roten Erde Fußball spielen zu dürfen. Und dann natürlich auch noch da Meister zu werden, das war natürlich überragend. Also es hat einfach unfassbar viel Spaß gemacht. Ich glaube, von der ersten bis zur letzten Minute hatten wir einfach nur einen Gänsehautmoment. Und dann hinterher, wie du schon gesagt hast, mit unseren eigenen Fans, mit unserer Familie feiern zu dürfen nach Abpfiff, das war schon ein sehr, sehr guter Moment, ja. Ihr habt beide die Rote Erde angesprochen. Ich habe das Strahlen in euren Gesichtern gesehen. Und Lou, für dich hatte dieses Spiel noch eine ganz besondere Ehre parat. 532 Tage musstet ihr warten, um da wieder zu spielen. Und dann durftest du die Mannschaft auch noch als Kapitänin ins Stadion führen. Wie war das für dich? Ja, auch da fehlen mir ehrlicherweise die Worte. Tommy hat mich ganz kurz vorm Spiel einmal kurz beiseite genommen, vor der Kabine und gesagt, hör mal, du startest und als Kapitänin und da dachte ich schon so, wow, ja, unfassbar, ne? Zurückkehren in die Rote Erde, man hat den ersten Matchball, den man verwandeln kann, zur Meisterschaft, zum Aufstieg und dann ja, hat man die Ehre, dann auch noch die Mannschaft da aufs Feld zu führen. Wahnsinn, also es war wirklich so ein bisschen ja ähnlich zu dem allerersten Spiel, was wir überhaupt gemacht haben, gegen 1860 München damals, erste Mal auch Rote Erde überhaupt, die Fans, die schon stehen um den, ich sag mal, Tunnel herum, um den Ausgang herum. Es war einfach pure Gänsehaut und ja, hat am Ende einfach einen unfassbar stolz gemacht. Meisterschaft, da haben wir einen Haken dran. Aufstieg ist gesichert, man sieht es auch an euren Shirts natürlich, genau. Hier mit Stolz präsentiert. Ein Wettbewerb ist noch offen, der Kreispokal. Da seid ihr auch Titelverteidigerin. Und da gab es ja vergangene Woche im Viertelfinale ein ganz besonderes Spiel. Beim SuS Hörde musstet oder durftet, wie man möchte, ihr am Schallacker im Schatten der alten Hochofenanlage Phoenix West auf Asche spielen. Für viele Fans ein Stück Ruhrpott-Romantik. Vielleicht sogar das letzte Spiel jemals von Borussia Dortmund auf Asche. Hand aufs Herz, wie viel Liebe, wie viel Spaß hat es euch gemacht? Ja, ich habe tatsächlich vorher einmal überlegt, wann ich das letzte Mal auf Asche gespielt habe. Das ist schon ein bisschen her. Ja, man musste sich erstmal an den Platz gewöhnen. Das muss ich zugeben und ich glaube, wir haben uns da auch ja etwas schwer getan. Nichtsdestotrotz, sie hätten einige Dinge einfach ein bisschen cleverer lösen können. Ja, SuS Hörde hat es aber auch gut gemacht. Also auch da ein Respekt an die Mädels. Haben leidenschaftlich gekämpft. Super, super coole Aktion. Ja, und am Ende, ja, wir haben 1-0 gewonnen, das reicht, wir sind weiter und ja, das wird, glaube ich, nicht mehr passieren auf Asche. Ja, für mich persönlich war das auch irgendwie so ein Flashback-Moment, muss ich ganz ehrlich sagen, so back to the roots irgendwie zu kehren. Also mein Heimatverein hatte damals auch Asche, als ich Fußball gespielt habe, beziehungsweise angefangen habe, Fußball zu spielen. Deswegen war das irgendwie so für mich
so ein Stück, so ein Flashback-Moment. Und deswegen, das hat irgendwie total viel Spaß gemacht. Ich habe mich total gefreut, auf Asche zu spielen. Auch wenn wir das wirklich in der Roten Erde natürlich ganz anders erleben. Der Rasen ist natürlich perfekt. Aber ich hatte mich so sehr gefreut, einfach mal wieder back to the roots zu kehren. Deswegen, es war schon ein cooles Spiel auf jeden Fall. Wer in der Roten Erde spielt, müsste doch oft rot. Naja, lassen wir das. Du hast gesagt, du am Ende 1-0 Sieg, das entscheidende und auch sehr schöne Tor von Anna-Luisa Haselsteiner, das sehen wir jetzt hier gerade, bedeutet Halbfinale nächste Woche gegen TV Brechten. Schon mal vormerken, 20.30 Uhr, Anstoß am Donnerstag in der BVB Evonik Fußballakademie. Da weichen wir noch mal aus und dann hoffentlich 18. Mai das Finale. Das Spiel gegen Hürde, das hätte aber durchaus auch höher ausfallen und es hätte ein deutlich entspannterer Abend werden können. Anni. Ja. Ich weiß, das wird jetzt vielleicht, schön, dass du schon lachst, noch mal ein bisschen wehtun, aber ich würde dich trotzdem noch mal bitten, folgende zwei Szenen einmal zu kommentieren. Ich habe gar keine andere Wahl, oder? Dann muss ich da durch. Ja, ich hätte den natürlich deutlich cleverer einfach in die Ecke kopfen müssen. Und auch da, also ich habe ehrlich gesagt gedacht, Mandy kommt noch irgendwie mit ihrem Fuß dran. Es ist natürlich in dem Moment einfach echt ärgerlich. Also ich habe mich tierisch geärgert. Auch nach Abpfiff habe ich gedacht, was habe ich da eigentlich gemacht? Ich hätte mein allererstes Kopfballtor machen können. Oh. Hätte ich. Ich habe es aber nicht geschafft. Es ärgert mich, aber ich glaube, im Nachhinein können wir darüber lachen, weil wir haben 1-0 gewonnen. Wir haben ja Ana, Gott sei Dank. Und von daher, die Szenen zu sehen tut weh, aber ich kann da einen Haken hintersetzen. Das gehört ja auch dazu. Man ist ja auch, man möchte ja auch die Dinge eher machen, klar. Und wenn man jetzt drüber lachen kann, das ist das Wichtigste. Und Wichtigste in den entscheidenden Spielen. Ich erinnere da gerne noch mal an das Aufstiegsspiel letztes Jahr gegen TV Brechten 2. Da hast du ja geknipst. Da durfte ich. Das nimmt dir keiner mehr. Ja. Und Erinnerungen sind auch ein gutes Stichwort. Denn ihr beide, das dürfen wir jetzt hier verraten, werdet in der kommenden Saison nicht mehr auf, sondern neben dem Platz beim BVB agieren. Erzählt doch mal. Ja, genau. Ich darf das erste Mal richtig mal erzählen. Die Mannschaft weiß es natürlich schon. Ich werde Teammanagerin der zweiten Frauenmannschaft und der eben im Sommer dann gegründeten U17-Mannschaft. Und ja, freue mich da unfassbar drauf, nochmal das ganze Thema Frauen- und Mädchenfußball auf diesem Wege dann für Borussia Dortmund dann voranzutreiben. Für mich ist es ähnlich, genau. Auch das darf ich heute das erste Mal irgendwie offiziell verkünden. Freut mich total, dass ich dann ab der kommenden Saison, also ab Saison 23/24, als Co-Trainerin die U17 begleiten darf. Ist für mich eine Riesenehre, eine Aufgabe, auf die ich mich unfassbar freue. Ich habe auch schon so ein paar Vorerfahrungen gesammelt, was den Trainerjob angeht. Habe auch meine Lizenz, meine B-Lizenz und bin da, glaube ich, bestens gewaffnet und freue mich einfach riesig, die Mädels jetzt auch auf dem Platz kennenzulernen. Und ja, total froh, total stolz, diese Aufgabe ausführen zu dürfen. Es ist nun mal klar, dieser sportliche Erfolg und auch diese hohen Ambitionen, die der BVB einfach nun mal hat, der führt natürlich leider dazu, dass nicht immer alle diesen Weg mitgehen können. Und von daher würde ich jetzt sagen, finde ich es erstmal schön, so eine gewisse Nachhaltigkeit auch zu spüren, dass man auch eben verdiente Spielerinnen, wie ihr es seid, an den Verein bindet. Jetzt wäre die Frage, von wem kam denn so diese Initiative? Ist der Verein auf euch zugekommen? Habt ihr gesagt, pass mal auf, ich könnte mir das und das vorstellen? Wie war es bei euch beiden? Genau, also ich habe mir schon vor einigen Monaten Gedanken dazu gemacht, bin dann auch direkt schon mal auf Svenja zugegangen, habe mein Interesse hinterlegt. Ich habe gesagt, ich könnte mir das vorstellen, auch neben dem Platz das ganze Thema Frauen- und Mädchenfußball beim BVB voranzutreiben. Ja, und dann wurde letztendlich eine Stelle ausgeschrieben. Dann dachte ich, ja, könnte meine Chance sein. Habe mich darauf beworben. Wir hatten super Gespräche mit allen Parteien. Und ja, am Ende hat es gepasst. Und ich darf ab dem Sommer neben dem Platz richtig Gas geben. Ja, und hast dann halt auch noch eine jetzige Mitspielerin dann noch an deiner Seite weiterhin. Genau. Bei dir weiß ich, dass du schon als Trainerin aktiv warst und bist. Warum jetzt dann Borussia Dortmund? Herzensverein. Also ich kann da einfach, das ist einfach genau das, was ich so betiteln kann. Und dann auch noch ist es halt ein komplett neuer Bereich, der eröffnet wird. Also den Mädchenfußball bei Borussia Dortmund gibt es bisher noch nicht. Und den wird es jetzt erst geben. Und ich bin wieder Teil von etwas Neuem. Und für mich persönlich freut mich das natürlich total. Bei uns ging das so ein bisschen Hand in Hand. Ich hatte Svenja schon in der letzten Saison
mal so ein bisschen drauf angesprochen, pass auf, ich könnte mir vorstellen, irgendwann mal eine Jugendmannschaft zu übernehmen. Dass das jetzt so schnell geht, das war mir ehrlich gesagt gar nicht so klar und auch nicht so bewusst. Dann hatte mich Marcel im Dezember angerufen und mir mitgeteilt, was so die Pläne von Borussia Dortmund sind, dass sie den Bereich ausbauen wollen. Und da wurde ich natürlich hellhörig und habe gedacht, das ist jetzt meine Chance, ich will das unbedingt. Ja, und dann wurden die Gespräche natürlich immer intensiver. Ja, und jetzt darf ich offiziell halt einfach sagen, ich bin Co-Trainerin der U17. Schöne Sache, viel Erfolg jetzt schon dafür, aber werden wir sehr, sehr interessiert auf jeden Fall verfolgen. Zunächst aber erstmal nochmal alles Gute für den Saisonendspurt. Hoffentlich natürlich dann noch mit einem weiteren Titel. Und dann am Ende der Saison verlieren wir mit euch beiden tatsächlich zwei aktuelle Rekordspielerinnen. Wisst ihr, welchen Rekord ihr beide haltet? Nee. Ihr seid aktuell Rekord-Gelbsünderinnen von Borussia Dortmund. Ehrlich? Ja. Keiner hat so viele gelbe Karten wie ihr beide. Also es sind zwar jetzt nur zwei, aber... Ich wollte gerade sagen, wofür sind das doch gar nicht drin, dass ich einen bekommen habe. Doch, doch, doch. Du hast gegen Ayhildi Sterne und dann gegen Brechten im Pokalfinale. Ja, okay, ja, das musste sein, glaube ich. Ja. Du hast die historisch erste... Gegen Berghofen, das weiß richtig, ich. Richtig, die erste Pflichtspielgelbe Karte ja, überhaupt. Ja, aber die zweite? Ja, die war wegen Meckern. Gegen Sölden. Ah, stimmt, ja, ja, ja. Ich hoffe, das doch, hat gekostet. Natürlich. So, ich erinnere mich, ja. Gut. Wow. Ja. Wir können es ja positiv verkaufen. Die Frauenmannschaft braucht neue Aggressive Leaderinnen in der neuen Saison. Aber das sind Zukunftsprobleme. Erstmal euch vielen Dank, dass ihr heute zu Gast wart. Euch vielen Dank fürs Zuschauen. Zum Abschluss, wie ihr das gewohnt seid, gibt es jetzt noch die schönsten Tore der ersten und zweiten Mannschaft des vergangenen Monats. Wir sehen uns hoffentlich im Mai wieder, dann idealerweise mit Kreispokalsiegerinnen und Kreisligameisterinnen, wenn wir von unserer zweiten Mannschaft sprechen. Da sieht es ja auch sehr, sehr gut aus. Bis dahin, bleibt gesund, Heya BVB.